Hallo. Ja, hallo, hallo. Du wolltest den Islam annehmen. Ja, genau. Ja, perfekt, super. Okay, du hast dich schon damit auseinandergesetzt, Bücher gelesen, mit Leuten geredet, du bist fest entschlossen, ja? Super, Alhamdulillah. Guck mal, wenn du sagst, Eschhedu en la ilaha illallah, dann bedeutet das, ich bezeuge, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden außer Allah. Allah, der einzige Schöpfer, Lenker, Herrscher des gesamten Universums. Und wenn du sagst, ich eschhedu enne Muhammad Rasulullah, dann bedeutet das, ich bezeuge, dass Muhammad der Gesandte Allahs ist. Das heißt, ich muss an das glauben, was er gebracht hat, der Koran und seine Aussprüche. Und ich bin dazu verpflichtet, ihm zu folgen, die Verbote zu akzeptieren, die Gebote zu akzeptieren und ihn so anzubeten und Allah so anzubeten, wie der Prophet Muhammad das gezeigt hat. Davon bist du überzeugt, ja? Alhamdulillah. Okay, ich sag dir das jetzt langsam vor. Oder kannst das schon ganz normal? Oder soll ich dir lieber helfen? Lieber helfen. Okay, alles klar. Ich sag's dir vor. Eschhedu Eschhedu. en, also jetzt mit der Absicht, jetzt den Islam anzunehmen. Alle Sünden werden vergeben, okay? Jetzt mit der Absicht. Nochmal neu, ja? Eschhedu Eschhedu. en La ilahe ilahe illallah Ilallah wa wa eşhedü eşhedü enne enne Muhammeden Muhammeden Resulullah. Rasulullah. Alhamdulillah. Jetzt nochmal auf Deutsch. Ich bezeuge, Ich bezeuge. dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah. Dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah. Und ich bezeuge, Und ich bezeuge, dass Mohammed der Gesandte Allahs ist. dass Mohammed der Gesandte Allahs ist. Alhamdulillah. Jetzt bist du Muslimin, Alhamdulillah. Super. Mashallah, tabarakallah. Wie ist es dazu gekommen jetzt? Du bist Deutsche oder Alhamdulillah, wie bist du dazu gekommen, dich mit dem Islam auseinanderzusetzen? Oder was hat dich am Ende überzeugt davon? Also, wie gesagt, ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen Ja. und ich bin auch eine Zeit lang zum Konfirmandenunterricht gegangen, aber da hat mir einfach irgendwas gefehlt, so diese Bindung einfach. Ja. Und nach diesem Konfirmandenunterricht habe ich mit einem guten Freund geredet und er ist Moslem Ja. und da hat er mir viel erzählt Ja. und ich habe wirklich stundenlang zugehört und dann habe ich mich auch angefangen selber zu informieren Maschallah, super. und mittlerweile habe ich auch ein Buch, wo mir geholfen wird, das Gebet zu erlernen Super, super. und ich habe auch für jede der 5 Säulen einen eigenen Ordner, wo was drin steht über die 5 Säulen. Perfekt, perfekt. Wie alt bist du jetzt, wenn ich fragen darf? 14. 14. Allahu Akbar. Ich habe jetzt gedacht, du bist vielleicht 22 oder so, habe ich jetzt gedacht, weil ich kann dich ja nicht sehen. Subhanallah. Wahnsinn, super, dass du so intelligent bist. Mashallah, guck mal, guck mal. Was ich dir empfehle, über Instagram, schreib mal die DMG Braunschweig an, die findest du bei mir unter Abonnenten. Die können dir dann Bücher zuschicken. Ja, Bücher zuschicken. In welchem Bundesland wohnst du? NRW. NRW, okay. Gut. Ja, super. Dann können die dir Bücher zuschicken, Bücher zukommen lassen. Und wenn du irgendwelche Fragen hast, ja, dann. Bitte melde dich bei uns, melde dich bei mir, ja, damit wir dir weiterhelfen können. Jetzt ist der erste Schritt getan, ja, jetzt ist der erste Schritt getan und Alhamdulillah, wir freuen uns super, wir freuen uns sehr darüber und bleib standhaft. Und wie gesagt, du hast jetzt eine Familie von mehreren Millionen Leuten und uns als
uns hinter dir stehen. Ja, wir werden dir inshallah so gut wir können helfen. Ja? So, ja. Hast du noch irgendwelche Fragen an mich oder kannst du auch später stellen, ne? Momentan habe ich keine Fragen. Super. Also, welche aufkommen, werde ich super, perfekt. Gut, dann wünsche ich dir was, hat mich sehr gefreut. Möge Allah dich beschützen und möge Allah dich festigen. Ja, und dann sage ich jetzt Salam Aleikum und verabschiede mich. Salam Aleikum.